es ja ständig Bilder, die man eigentlich gar nicht sehen will. Zerstörung, Leid, Beatrix von Storch. Da machst du nichts dran. Das weiß auch der türkische Präsident Erdogan. Klar, unverschleierte Moderatorinnen findet er jetzt nicht so dufte, aber beschweren würde er sich da nie. Allenfalls vielleicht mal einen kleinen Hinweis geben. So wie neulich, als Erdogan nach der Extra-3-Satire mal eben ganz gelassen den deutschen Botschafter zum Rapport bestellt hat. Beziehungsweise einbestellt. So heißt das doch in Diplomatenkreisen, oder? Ja, man kann das auch Einbestellung nennen. Ja, wie sonst? Es ist eine schärfere Form der Terminvereinbarung. Eine schärfere Form. Da muss die Sprecherin des Außenministers aber selber lachen. Und der Erdogan erst. Schließlich hat er ja auch nichts gegen Meinungsfreiheit. Sowas hier ist nur eine schärfere Form der Straßenreinigung. Und hier sehen wir auch nicht die Besetzung einer oppositionellen Zeitung, sondern eine schärfere Form der Abokündigung. Und wenn so einer unser Verständnis für Presse- und Meinungsfreiheit kritisiert, sagt unsere Regierung erstmal lange nichts. Also öffentlich. Weil hinter den Kulissen gab es da ganz bestimmt ein Telefongespräch der Bundeskanzlerin gestern Abend mit dem türkischen Ministerpräsidenten Davutoğlu. Na bitte, und da hat sie der türkischen Regierung in Sachen extra dreimal die Meinung gegeigt. Gesprächsgegenstand war auch die jüngste Veröffentlichung eines sogenannten Schmähgedichts gegen den türkischen Staatspräsidenten Erdogan. Ja, aber das ist doch jetzt hier Dingens, die Geschichte mit dem Böhmermann. Die Bundeskanzlerin und der Ministerpräsident stimmten überein, dass es sich dabei um einen bewusst verletzenden Text handele. Sie stimmten überein, na prima. Wenn einer wie Erdogan Satirebeiträge verbieten will, hören wir lange nichts. Aber wenn Böhmermann den Erdogan schmäht, verkündet die Regierung prompt, dass Angela Merkel... Ja, was eigentlich? Aber die Kanzlerin hat sich nicht entschuldigt. Ich habe Ihnen über das Telefonat das gesagt, was dazu zu sagen ist. Womit tatsächlich auch alles gesagt wäre. Außer vielleicht, liebe Extra-3-Kollegen, der Erdogan, der hatte da wirklich nur ein inhaltliches Problem. Musikalisch fand er das genauso geil wie wir. In der Hand, Erdogan.